Mittlerweile als ASWE bekannt, operiert sie seit 2 Jahren auf Südtiroler Gebiet. Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung ist eine Hilfskörperschaft des Landes und verfügt über 30 Mitarbeiter. Die direkte Auszahlung aller Fürsorgeleistungen an die berechtigten Personen, die Zahlung der Leistungen der Ergänzungsvorsorge, deren Verwaltung von Staat und Region an das Land übertragen wurden, dies sind die Kernaufgaben der ASWE. Also im Detail sind dies Pflegegeld, Familiengeld, Vorsorgeleistungen und finanzielle Leistungen an Zivilinvaliden, Blinde und Gehörlose. Einen einzigen Ansprechpartner dafür zu haben, garantiert viele Vorteile, sei es für den Bürger wie für die öffentliche Verwaltung. Aus der Sicht der Bürger ist es wichtig, eine Ansprechstelle zu haben. Aus der Sicht der Verwaltung ist es wichtig, die verschiedenen unterschiedlichen Leistungen zusammenzufassen, denn eine Stelle kann das wirtschaftlicher verwalten. Im Jahr 2012 hat die ASWE insgesamt rund 300 Millionen Euro an rund 72.000 Personen ausbezahlt. Der Großteil davon, mehr als 2/3, floss dabei in das Pflegegeld, das an 17.000 Personen ausbezahlt wurde. 46 Millionen Euro, das sind 15%, wurden für das Familiengeld ausbezahlt. 40 Millionen Euro, das heißt 13% des Budgets, für Leistungen an Zivilinvaliden, Blinde und Gehörlose. Die restlichen Ausgaben von 20 Millionen Euro wurden für Vorsorgeleistungen verwendet. Auch für 2013 steht wieder viel an. Das war sicherlich ein Jahr, das Jahr 2012, recht positiv. Wir sind zufrieden. Uns ist es gelungen, effektiv 300 Millionen Euro an unsere Südtiroler Familien und Bürger zu gewähren. Und auch für 2013 werden wir sicherlich nicht weniger Geld zur Verfügung haben. Die Landesregierung hat uns gesichert und die notwendigen Ressourcen zur Verfügung gestellt. Das heißt, auch heuer 2013 werden sicherlich nicht weniger als 193 Millionen Euro für das Pflegegeld da sein, wie die 46 Millionen Euro für Familiengelder und so weiter und so fort. Wobei für das Familiengeld wir vor einer Entwicklung stehen, weil das neue Familiengesetz auch eine Abänderung des Landesfamiliengeldes vorsieht und damit werden wir uns beschäftigen müssen, wie auch im Bereich Arbeitslosengeld, wo die Region auch Gesetzesabänderung vorgesehen hat und wir uns entsprechend anpassen werden. Die Agentur für soziale und wirtschaftliche Entwicklung beschäftigt sich außerdem mit der Vermögensverwaltung des Fonds für die Hausfrauenrente, das sich auf 250 Millionen Euro beläuft und zurzeit an 2 ausländische Vermögensverwalter delegiert ist. Die Finanzinvestitionen haben 6,4% erreicht. 80% wurde in Obligationen, der Rest in Aktien investiert.